und willkommen zu meinem ersten Video. Ich bin Lotti und heute möchte ich euch von einem Tag erzählen, als meine Eltern mich beim Züchter abgeholt haben. Ich bin am 23. Oktober 2022 geboren und am 20. Dezember war es dann endlich soweit. Meine Eltern haben mich abgeholt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich war. Ich glaube, meinen Eltern ging es genauso. Sie haben auf jeden Fall ganz viele Sachen mitgebracht und letztendlich brauchten wir gar nicht viel. Sie haben mich mit dem Auto abgeholt und haben ein Handtuch untergelegt und haben mich damit so ein bisschen zugedeckt, weil es natürlich sehr kalt war und ich bisher nur an die Wohnungswärme gewöhnt war. Und trotzdem war die Autofahrt wirklich sehr anstrengend für alle drei, weil ich wirklich sehr, sehr stark geweint habe. Ich habe halt gar nicht verstanden, was passiert ist und habe meine Hundemama sehr, sehr doll vermisst und auch meine Geschwister und habe fast die ganze Autofahrt durchgeweint, fast die ganze Stunde, die wir gefahren sind. Als wir dann zu Hause angekommen sind, waren wir natürlich erstmal auf Toilette. Das hat sehr erfolgreich geklappt. Und dann hat mein Papa mich nach oben in die Wohnung getragen. Meine Eltern haben, bevor wir angekommen sind, erstmal alle Türen geschlossen, dass ich erstmal nur in den Flur kann und nicht von zu viel Räumen und zu viel Platz überwältigt bin. Und sie haben mir ein bisschen Zeit gegeben, dass ich die Wohnung oder den Flur für mich selber erkundigen kann. Aber ich war ein bisschen zurückhaltend und bin erstmal auf den Schoß von meinem Papa gekrabbelt. Und dann war es auch schon Zeit fürs Abendessen. Es gab mein Lieblingstrockenfutter und da haben meine Eltern schon gemerkt, dass ich nicht so gern alleine essen möchte. Ich war wahrscheinlich echt überfordert und haben mich dann mit der Hand gefüttert, was aber eh der Plan für die nächsten Wochen war, weil wir praktisch mein Trockenfutter dafür nutzen, dass ich dann schon die ersten Bewegungen lerne und die ersten Tricks, sowas wie Sitz, Platz oder auch einfach mal warten geduldig auf das Futter. Und das hat echt schon ganz gut geklappt. Und was dann vor allem wichtig war am ersten Abend, ist, dass ich schon mal meine Box kennenlerne. In der werde ich nämlich die nächsten Wochen schlafen, damit wir dann halt auch nachts auf Toilette gehen können und ich dann nicht einfach in die Wohnung mache, wenn ich schon in einem Körbchen liegen würde. Und da hatte ich gar keine Angst, war sehr, sehr mutig und habe mich reingetraut. Oder es war einfach das Essen, was mich überzeugt hat. Und da habe ich auf jeden Fall gar keine Probleme gehabt und habe auch in der ersten Nacht da echt gut drin geschlafen. Danach haben wir uns dann noch auf dem Sofa gemütlich gemacht. Ich konnte auf meinem Knochen kauen. Das hat mich sehr entspannt und das tat gut. Und dann ging es auch schon bald ins Bett. Die erste Nacht hat soweit ganz gut geklappt. Ich habe meine Mama zweimal geweckt, weil ich raus musste und bin danach direkt wieder eingeschlafen. Und am nächsten Morgen sind wir natürlich auch direkt auf Toilette gegangen. Und ich habe meine Eltern auf jeden Fall sehr, sehr glücklich gemacht, als ich draußen auf Toilette war. Anschließend gab es natürlich etwas zu essen und wir haben schon weitere Bewegungen geübt. Erstmal das Hinsetzen natürlich, dann auch schon mal ein bisschen sich hinlegen und einfach auch mal den Leckerlis folgen und geduldig sein. Das klappt echt schon sehr, sehr gut. Und dann gab es noch den Rest des Essens aus meinem Napf und das hat mir auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Und meine Eltern haben direkt gemerkt, dass ich auf Essen sehr gut reagiere, was es sehr, sehr leicht machen wird, damit zu lernen in den nächsten Wochen. Im Laufe des Tages haben mich meine Eltern noch an das Geräusch des Staubsaugers gewöhnt, damit es da in den nächsten Wochen keine Probleme gibt. Und ansonsten haben wir natürlich viel gespielt, geschlafen, gegessen und waren regelmäßig raus, um auf Toilette zu gehen. Zwischendurch war es dann nochmal nicht so einfach, weil ich meine Mama und meine Geschwister vermisst habe. Da habe ich dann viel an dem Körbchen gerochen, das ich von der Züchterin mitbekommen habe, um den Geruch nochmal mit aufzunehmen. Und es war nicht so einfach für meine Eltern, mich so zu sehen, weil ich sehr, sehr viel dann geweint habe. Aber ich glaube auch, dass sie wissen, dass es dann in den nächsten Tagen schnell wieder besser wird und dass ich mich ganz schnell an die neue Situation zu Hause gewöhne. Ich hoffe sehr, dass euch mein erstes Video gefallen hat. Falls ja, abonniert auf jeden Fall den Kanal und lasst mir ein Like da. Und gern teile ich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch viel, viel mehr Geschichten und Abenteuer aus meinem Leben als Tollpudel.